Guten Morgen, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie wieder reinschauen. Ich grüße Sie zu einer neuen Ausgabe des Videostrategietickers vom Frankfurter Börsenbrief. Heute am Dienstag, dem 15. Oktober 2013. Blicken wir wie gewohnt wieder ein wenig zurück auf den gestrigen Börsentag. Der deutsche Markt schien gestern etwas auf der Stelle zu treten, zumindest wenn man es an den Schlusskursveränderungsraten misst. Der DAX gab nach um sensationelle 0,01%, aber es gab doch eine Überzahl an Verliereraktien unter den 30 Einzelwerten. Ansonsten ein recht gemischtes Bild. Der MDAX lag leicht im Plus, der SDAX und der TecDAX lagen auf der Verliererseite des Marktes, aber sensationell waren die Abgaben in den Indizes also nicht. Kaum Bewegung gab es per Saldo im Eurostoxx 50 und bei den US-Indizes gab es eher Stärke. Der S&P 500 legte um 0,4% zu. Ja, in der Politik wird weiterhin verhandelt und gekämpft. Das scheint sowohl hüben als auch drüben zu gelten für die deutsche Politik, die immer noch auf der Suche nach einer Regierung ist und eben besonders auch relevant für die Märkte natürlich die Eskapaden in der amerikanischen Politik. Aber die Märkte scheinen es mit einem Schulterzucken abzuhaken und schon darüber hinausgehen zu wollen. Man geht offensichtlich doch sehr fest davon aus, dass es eine Einigung gibt und das ist auch das realistischste Szenario. Der Kongress hat bekanntlich aber noch nicht zu einer Einigung gefunden in den USA. Nun soll offenbar der Senat dran, beziehungsweise Führungspositionen im Senat. Der Spiegel berichtet über eine auffällige Harmonie in der Rhetorik des Republikaners Mitch McConnell sowie des Demokraten Harry Reid. Dabei werden schon mögliche Eckpunkte eines Deals formuliert oder eines möglichen Deals formuliert, nämlich eine Aufhebung des Shutdowns, eine Erhöhung der Schuldengrenze, sodass man bis Februar die Verpflichtungen bedienen kann oder mindestens bis Februar bedienen kann. Außerdem ein Vermittlungsausschuss, der einem langfristigen Kompromiss zum Budget, dann also einen langfristigen Plan erarbeiten soll oder einen Plan, wie man das Problem langfristig in den Griff bekommt, erarbeiten soll. Außerdem Änderungen an der Gesundheitsreform. Sollte es auf diese Eckpunkte hinauslaufen, dann dürften beide Seiten zumindest oben im Hauptes aus diesem Kampf herauskommen. Dann gäbe es zumindest keinen ganz eindeutigen Verlierer. Letztlich wäre es nur eine Zwischenlösung, das heißt, in einigen Monaten dürfte man dann vor einer ähnlichen Problematik stehen, sofern man keine Einigung findet. Das kann man leider bei der jüngeren politischen Qualität in den USA nicht ganz voraussetzen. Aber die Märkte denken darüber hinaus. Der DAX hat heute ein neues Allzeithoch markiert und das deutet schon an, dass man sich offensichtlich nicht groß ausbremsen lassen möchte an den Märkten von diesen leidigen politischen Eskapaden. Kommen wir zu einigen Unternehmen bzw. Aktien. Fangen mit der Stahlbranche an, nämlich ThyssenKrupp. Hier geht es natürlich nicht nur um Stahl, aber an der Aktie klebt natürlich immer noch ganz markant das Label Stahl, auch wenn ThyssenKrupp inzwischen mehr ist. Unser Empfehlungskurs bei dieser Aktie lag bei 16,05 €. Kurs heute Morgen ungefähr 18,87 €, womit die Aktie heute auch zu den stärksten Einzelwerten innerhalb des DAX gehört. Jetzt wird es charttechnisch interessant, denn bei ungefähr 19 Euro liegt der Widerstand oder ein Widerstand. Und wenn der Ausbruch nun gelingt, dann wären durchaus auch noch vor dem Jahreswechsel Kurse um 22 bis 23 Euro möglich. Auch wenn das Gesamtmanöver spekulativ verbleibt, angesichts der Bilanz von ThyssenKrupp. Außerdem bleiben wir in der Branche Stahl. Salzgitter mit wahrscheinlich dem spannendsten Einzelchart unter den 50 Werten des MDAX. Hier hatte sich in jüngerer Zeit eine Art umgekehrte Schulterkopf-Schulterformation gebildet. Die Nackenlinie liegt bei etwa 33 Euro, also ziemlich genau dem aktuellen Kursniveau. Und wenn diese Nackenlinie überwunden wird, dann stehen die Chancen nicht schlecht, allein aus der Charttechnik resultierend, dass wir über Zielkurse von um 41 Euro reden können. Das läge immer noch meilenweit unter den Allzeithochs der Aktie, aber es wäre vom jetzigen Stand natürlich schon ein recht markanter Anstieg, nämlich um grob ein Viertel. Ja, bleiben wir im MDAX, schauen aber auf eine ganz andere Branche, nämlich Banken Arealbank. Die hatten wir früher auch schon empfohlen. Unser Empfehlungskurs war seinerzeit 16,10 Euro. Inzwischen liegen wir bei ungefähr 25,60 Euro. Heute mit plus 3%, etwa einer der stärksten Einzelwerte im MDAX. Und die Aktie ist auch sehr gut gelaufen. Lassen Sie den Gewinn auch ruhig laufen. Stellen Sie sich nicht gegen diesen starken Strom. Aber nehmen Sie auch zur Kenntnis, dass wir in der jüngsten Ausgabe des Frankfurter Börsenbriefs das Stop-Loss etwas angehoben haben. Damit sind wir beim Terminkalender angekommen. Für heute war bzw. ist beispielsweise angesetzt die ZDW-Konjunkturerwartungen für Oktober, und zwar sowohl für Deutschland als auch für die Eurozone. Ferner
am Nachmittag unserer Zeit dann der amerikanische Empire State Manufacturing Index. Hier geht es ebenfalls um den Monat Oktober. Außerdem eine ganze Latte von Quartalszahlen und durchaus auch schon große Namen unter den berichtenden Unternehmen dabei, nämlich zum Beispiel Citigroup, Coca-Cola ist dabei, Intel, Johnson & Johnson und auch Yahoo. Also durchaus auch schon einige Impulse auf der Ebene der Einzelwerte. Ansonsten war oder beziehungsweise ist für heute angesetzt eine Analystenveranstaltung von München oder für Münchner Rück. Vielleicht gibt es ja hier den einen oder anderen verbalen Impuls noch dazu. Wir hatten hier auch zum Einstieg geraten seinerzeit. Und wenn wir schon in der Versicherungsbranche sind, vielleicht ein kleiner Seitenblick auf Allianz, ebenfalls Kandidat unserer Empfehlungsliste. Mit einer ganz interessanten Charttechnik glänzt diese Aktie. Wir werden möglicherweise im kommenden Frankfurter Börsenbrief auch noch etwas darauf eingehen. Hier hatten wir zum Einstieg geraten mit Empfehlungskurs seinerzeit 97,54 Euro. Inzwischen sind wir 120 Euro ungefähr im Aktienkurs. Und die Aktie hat gute Chance, eben aus dieser Dreiecksformation nach oben hinauszubrechen, nachhaltig und dann eben den Run nach oben fortzusetzen. Abschließend zur Strategie, wie geht man mit dem Markt um? Im Prinzip ist das hier schon durchgekommen. Der Markt zeigt sich ungeduldig. Man möchte die Entscheidungen und die Fakten aus der amerikanischen Politik offensichtlich nicht abwarten, sondern prescht voran. Der DAX heute mit neuem Allzeithoch. Das deutet an, dass eben doch eine Menge Druck im Rohr ist sozusagen und hier dann eben demnächst wieder scharf geschossen wird. Die Chancen für einen freundlichen Jahresausklang und dann auch eine freundliche Tendenz bis in den Frühjahr, Sommer nächsten Jahres durchaus ganz gut gegeben sind. Also stellen Sie sich nicht groß gegen den Strom, aber in die Breite hinein investieren müssen Sie ebenfalls nicht. Schauen Sie auf die Einzelwerte, setzen Sie auf die Einzelwerte und genießen Sie den Markt. Das war's für heute. Schön, dass Sie dabei waren. Ihr Walter Thissen.